Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slime Ranger, dem lustigen Slime-Spiel mit vielen bunten Slimes. Wir wollen in dieser Folge Mama Slime besuchen. Mama Katzenslime haben wir ja schon gesehen. Und die hatte doch gerade die Augen offen. Seltsam. Was ist denn, wenn ich dich jetzt fülle? Cool, kackst du mir jetzt auch Geld aus? Das Vieh ist happy, toll. Und weiter? Toll. Das war's dann wohl. Müssen wir wohl doch in die Höhle gehen. Hier geht's auch. Oh ja! Sehr gut. Was passiert, wenn ich keine Lebensenergie mehr habe? Das werden wir hoffentlich nie rausfinden, ne? Nee, ich wollte mir in die Höhle gehen. Jetzt gehen wir aber hier hinter. Drei, genau hier. Wo sind sie denn? Da. Oh. Nix da. Ich will eigentlich so ein Katzenvieh füttern. Aber gut, die scheinen das wohl nicht zu essen. Ne? Wo sind wir hier gelandet? Okay. Wir gucken erst mal hier. Okay, hier brauchen wir einen Slime-Schlüssel. Den haben wir leider nicht. Hier hinten ist Ende. Okay. Was sich wohl hinter dieser Tür verbirgt? Keine Ahnung. Wir müssen erstmal gucken, wo wir so einen Schlüssel herbekommen. Hier. Oh, das war knapp. Ach nee, das war die Lampe. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen, was da passiert. Scheiße, jetzt ist das Vieh weg. Schade. Ich hätte gern so eine Geldkatze gehabt. Die hätte mir bestimmt Geld gegeben. Aber gut. Da ist ein Hühnchen. Hier mal wieder Karotten. Die nehmen wir natürlich mit. Denn... wir gehen jetzt mal hier rein. Was passiert, wenn ich den was zu essen hinwerfe? Cool, die sind wieder friedlich. Und geben Geld. Thank you.
cool, der hat doch Schaden bekommen. Cool. Ja, weiter in der Höhle. Slime-Schlüssel benötigt. Ja, gut. Wo kriegen wir den her? Wo bekommen wir den Slime-Schlüssel her? So, jetzt kann ich das hier wieder mitnehmen. Ach, ich bin schon wieder voll. Ja gut, dann müssen wir wieder zurückrennen. Aber interessant. So, wir haben 500 Gold. Irgendwas werden wir schon noch kaufen können dafür. Dich will ich nicht haben. Da hinten ist noch Loot. Komm, ess doch mal die Früchte. Blöden Viecher. Ganz ehrlich, ich weiß nicht für was. Kristallornament, für was ist das gut? Wenn das jemand weiß, schreibt's mir mal bitte in die Kommentare. Irgendwas muss das ja gut sein. Ich nehme das jetzt einfach mal mit in die Base. So, dann füttern wir unsere Mizis. Esst. Ach, ihr esst das nicht. Sagt mir das doch. Ach so, hier, du bleibst dort. Dann brauche ich wohl doch so eine komischen Früchte für die Katzis. Hier unten liegt schon wieder Money Loot. Nee, das war's dann wieder. Nee, hier liegt noch eins. So.
Also wieder in die Richtung. Oh, da oben, der Baum ist voll. So, das Hühnchen wollen wir natürlich nicht haben. Hier hinten liegt noch ein bisschen was. Gut, und wieder ab nach Hause. Jetzt können wir unsere Katzenmizis füttern. Unsere Katzenmizis-Slimes. Keine Ahnung. Irgendwie so in der Drehe hießen die. Kommt, esst. Das esst ihr auch nicht. Die mich denn ganz vereimern. Was esst ihr denn? Wo sind meine verdammten Hühnchen hin? Ja, gut. Die haben ja einfach mal eiskalt meine Hühnchen gefressen. Bist du da? Ja. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich würde sagen, meine lieben Slimes. Ha, da war er weg. Was ist das hier? Der Wildwurm. Alter, 1700 Geld? Ernsthaft? Ja. So, wir haben jetzt 4 blaue. Die werden wir jetzt ins Gehege sperren, füttern. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Money kriegen. Das heißt, das Gehege hier wird leer gemacht. Einmal die 3 und runter. So. Thank you.
Satz mit X. Komm, kack. Kack mein Money aus. So. Das wollt ihr ja nicht haben. Warum bloß? Ja, was esst denn ihr dann bitte schön? Ja gut, das, was die essen, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye!